Video aufgeladen, Leute. Und ihr seht, ich stehe nicht an meinem PC. Ich sitze nicht an meinem PC, sondern ich bin im Wohnzimmer. Und wir nehmen heute wieder Süßes oder Nudels auf. Und mit dabei ist mein Kollege Albert, der die Fragen nur vorliest. Hallöchen. Und mit dabei ist natürlich der Typ, der mich verprügeln wird, Mario, mit dem Nudelholz. Genau, Freunde. Ich würde mal sagen, wir steigen gleich dann herum. Wenn ihr das Video nicht kennt, kommt jetzt eine Erklärung. Wozu eine Erklärung? Also, Albert stellt mir Fragen. Wenn ich sie falsch beantworte, kriege ich Nudelholz. Deswegen würde ich mal sagen, hier starten rein. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst ein Abo da. Wir müssen 450.000 Abonnenten schaffen. Und wenn wir es noch schaffen, nehme ich 1 Kilo ab. Schaffe ich das, Jungs? Ich schaffe das, Digga. Okay, wir fangen an mit der ersten Frage. Die erste Frage ist: Gib's mir. Welches ist das größte Land der Welt? Russland. So, so. Was, Digga? Erste Win, Digga. Gib mir Süßes, Junge. Erstmal Süßes, Digga. Vegan sogar. Vegan. Vegetarisch. Kalkisch ist vegan. Vegetarisch. Da steht vegetarisch. Also kein Haramfleisch. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Okay, wir machen weiter. Yo, Freunde. Und zwar wird dieses Video heute gesponsert von LetNotGo. Und zwar ist LetNotGo eine Handy-App, die es kostenlos gibt auf Android und im App Store, Leute. Und ist eine Mischung zwischen Pokémon Go und Monopoly. Das heißt, ihr lauft rum und kauft euch Immobilien und werdet reich. Ja, wie cool ist das, Digga? Aber Freunde, da die Pandemie gerade Auge gemacht und wir nicht rausgehen können, deswegen gibt es einen In-Game-Immobilienmakler, mit dem ihr zum Beispiel, so wie es ihr bei mir seht, nach New York reisen kann. Und in New York einfach wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ihr könnt da kaufen West Side, East Side Street oder einfach irgendwas beim Hudson River oder sonst irgendwas. Also das ist richtig geil, Freunde. Und Freunde, wenn ihr das Spiel schließt und nachher wieder zurückkommt, kriegt ihr natürlich eure Einnahmen, Freunde. Ihr kriegt euer Cash, Digga. Bares ist Wahres, Digga, sag ich immer. Sagst du nie, du Spast. Und mit dem Geld, Freunde, können wir auf den Marktplatz gehen und uns Anteile von Immobilien kaufen. Das heißt auch wieder überall auf der Welt. Zum Beispiel kauft ihr euch irgendwas von der NASA, Rocket Garden, Atlas, Wifi, Kennedy Space oder Launch Complex oder Apollo One House. Also richtig coole Sachen, Freunde. Freunde, für die Krassen unter euch und die Reichen unter euch, also ins Spiel natürlich, gibt's die Bestenliste, Freunde. Und ihr seht es gerade bei mir eingeblendet. Ich bin Platz 16.883. Aber wenn du krass sein willst und auf die Nummer 1 gehen willst, musst du hier dranbleiben und den Link in der Infobox abzuchecken, um das Spiel runterzuladen, Leute. Und man kriegt 10 Millionen Geld und 14.000 Coins, Leute. Deswegen checkt euch das Spiel ab, ladet euch runter auf Ehrenbruder-Basis. Stimmt's, Drucker? Ja, Junge, check deinen Link ab, Junge. Ade, los, weiter mit dem Video. So, die zweite Frage ist: Ja, gib her. Du wirst jeden Tag Geld in ein Glas und fängst mit einem Cent an. Mhm. Die Summe verdoppelt sich jeden Tag. Wann wärst du Millionär? Woher soll ich das wissen, Alter? Durch jetzt ausrechnen, okay? Morgen 1 Cent, übermorgen 2 Cent, 3 Cent. Wann wär ich Millionär? Wann wäre ich Millionär? Ich sag mal Tage in Tagen. Sagen wir mal in 2000 Tagen. Sicher? Ja. Warum lachst du? Die Zahl ist zweistellig. 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 Zahl ist zweistellig, ja. 100? Oh, oh mein Gott. Ja, okay, ich hab verkackt. Ja, was ist es, die Digga? Die Antwort ist 27 Tage. Was? Du hast 1 Cent rein und dann verdoppelst du es. So immer was im Glas verdoppelst. Geht ganz schnell. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht, aber egal. Okay. Ja, gut, Freunde, ich hab falsch geraten. Deswegen krieg ich jetzt übelst den Schlag auf den Rücken. Ah, Digga. Oh, shit, Bro. Holy shit, Digga. Uff, und wir haben nicht mal so ein Nudelholz, so ein fettes genommen, sondern so ein türkisches Oklava. Falls ihr das kennt, schreibt es unten in die Kommentare. Kenne ich. Digga, es zwiebelt so hart, Mann. Es zwiebelt so hart. Okay, Freunde, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Albert, gib sie mir. Dritte Frage ist: Yes, sir. Du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Wer sagt das? Du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Dann sagt es meine Mutter. Super. Hä, wie einfach war das denn, Digga? Wir haben die Fragen gestellt, also deine Freundin. Lecker. So, die vierte Frage ist: Yes, sir. Wer hat dieses Jahr den Super Bowl gewonnen? Digga, ich bin null Football-Fan. Oklahoma Will Jeffrey. Ja, natürlich war es das nicht, du Idiot. Ich kenne nur Raiders. Nein. Die Flugzeugs. Nein. Gliders. Dreh dich um. Ah! Oh, shit, Bro. Digga, du hast mir irgendwas in den Rücken reingedingst, Alter. Boah, Digga, okay, das ist zu wild, Freunde. Zu wild. Okay, wer war's? Kanada City Cheeks. Kanada City Cheeks, Alter. Sandy Cheeks, ihre Cheeks backen, Alter. Wir übertreiben jetzt mal nicht. Okay, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Und Leute, wenn ihr Mitleid mehr habt, lasst ein Like da. So, die fünfte Frage ist: Welche Pokémon-Karte ist die wertvollste auf der Welt?
Das ist ein Glurak. Warte, warum lachst du? Bist du sicher? Warte, es gibt ein Holo-Glurak aus der First Edition, die kostet über 200.000. Mhm. Es gibt sogar noch teure, da sind die, da kosten die über 2 Millionen und so. Die Karte, die hier als Antwort gilt, ja? 200.000 wert. Und ist ein Glurak? Nein. Ist kein Glurak? Kein Glurak. Turtok? Eventuell. Ist es Turtok? Eventuell, aber da fehlt noch was vom Turtok. B-Max Turtok. Max Turtok. Vor dem Glurak fehlt was. Rainbow Glurak. Full Art Schwanz Bild von Glurak. Ja. Turtok. Was? Warte! Ganz kurz. Ich nehme jetzt Schläge dafür ein, weil meine Sekretärin das falsch recherchiert hat. Aber die teuerste Pokémon-Karte kostet über 2 Millionen oder so. Ich nehme jetzt mal einen Schlag. Es ist der Prototyp Turtok für ca. 30.000. Prototyp? Prototyp, ja. Turtok. Ja. Ah, Digga, du hast irgendwo hingeschlagen. Das hat man nicht mal in der Kamera gesehen, du Spassi, Alter. Ah, Digga, er schlagt hier unten, Digga. Schlag, schlag, Digga. Schlag mal oben, Junge. Man muss es doch sehen, Alter. Ah, Digga. Du Hund, Digga. Prototyp, ich bin Prototyp. Kommen wir zu der nächsten Frage. Gib mir die Frage, Game Master. Eine Bienenkönigin paart sich nur einmal im Leben. Sie paart sich nur einmal im Leben. Aber, du hast jetzt drei Auswahlmöglichkeiten, A, B und C. Mhm. A, sie wird bis zu 10 Jahre alt. B, sie kann ihr Leben lang Eier legen. Mhm. C, sie bringt drei Königinnen zur Welt. Sie wird einmal nur geflext, Alter. Wenn jemand geflext wird, wird er nicht einfach 10 Jahre alt. C, glaube ich auch nicht, dass sie drei Königinnen legt. Ich sag Antwortmöglichkeit B, dass sie Eier legt. Das ist richtig. Das ist richtig, Bruder. Ich habe schon gesehen, wie du gerade bist mit deinen... machen wollte, schön, du Kleiner. Okay, weiter geht's. So, die nächste Frage. Wie viele Stockwerke hat das Empire State Building? 5 Stück. Überlegst du es nochmal? Ich überleg nochmal. 128. Mashallah, 120 ist die Antwort. Ja, jetzt was haben wir? Lass uns gelten, ja, oder? Also hier steht auch in Klammern 100 bis 140 zählen. Ja, zählt, Digga, zählt, klar. Das sind ja nur Stockwerke, weißt du? Ich meine, das ist ja nicht so Peanuts oder so. So, wie viel sind in einer Peanut-Box drin? Egal, Freunde. Haben wir richtig, ja. Ich bin Big Brain, Digga. Komm, gib mir die nächste Frage. Komm. So, die nächste Frage ist wieder eine Auswahlfrage. Mhm. Wie viele Tasten hat eine Tastatur mit Numpad? A, 210. B, 105. C, 324. Oder D, 89. Wie viele Tasten hat eine Tastatur? 120. Ich sag A, 105. Das ist wieder mal richtig. Was? What the fuck, Digga? Ich bin voll der Brain, Bro. Digga, lass mal zu Wer wird Millionär, man. And then we get money, man. Die nächste Frage ist, wie viel Euro ist ein Bitcoin zurzeit wert? Boah, 33 Euro. 3,30 Euro. Ein ganzer Bitcoin. Also ich check das selber. Achso, 30.000. Loggst du ein? Ich logg 30.000 ein. Ein ganzer Bitcoin kostet 30.000. Das ist falsch. Nein. 40.139,21 Cent. Alles klar, Digga. Lass mal Bitcoins kaufen. Ja, das ist richtig. Ah, Bro. Wenn mein Rücken nachher rot ist, ich werde dich zerfetzen. Ich sag's dir, ich werde dich zerfetzen, Digga. Wie heißen die 8 Teile von Harry Potter? Wie heißen die 8 Teile von Harry Potter? Alle 8? Alle 8. Okay, Harry Potter, Stein der Weisen. Harry Potter, die Kammer des Schreckens. Harry Potter, Gefangener von Azkaban. Harry Potter und der Feuerkelch. Harry Potter und der Orden des Phönix. Harry Potter und der Halbblutprinz. Harry Potter und, Harry Potter und... oh, wie heißen die letzten Teile? Fuck, wie heißen die letzten Teile? Die haben sogar den gleichen Namen. Nur. Ich weiß, die haben den gleichen Namen, nur Teil. Harry Potter und... nein, ich weiß es nicht mehr, Bro. Ich als kompletter Fan, Digga. Ja, ich weiß es nicht mehr, Digga. Komm. Harry Potter und die Heilig... die Heiligtümer des Todes, Bro. What the fuck, Digga? Okay, Freunde, ich hab verkackt. Gib mir den Schlag, Digga. Frage ist, ja, weiter. Wie geht das Sprichwort weiter? Mhm. Man soll den Tag nicht... in sein Schwanz reinstecken. Aufstehen mit Sandalen, mit dem linken Bein, mit dem rechten Bein, ich weiß es nicht. Eigentlich zwei Schläge für die zwei dumme Antworten. Was für dumme Antworten? Man soll den Tag nicht aufstehen, mit was, alle? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Vor dem Abend loben, Digga. Ja. Hab ich doch gesagt beim ersten Mal. Hä? Ich hab das gesagt. In sein Schwanz reinstecken. Okay, zweimal, gib mir... ah, gib schnell, Digga, gib schnell! An alle Eltern da draußen, wenn ihr euren Kindern wenn die Scheiße bauen, gebt denen mit Nudelholz. Wallahi, Bruder, das tut weh. Okay.
So, die nächste Aufgabe ist eine Rechenaufgabe. Ach nee, Digga, jetzt kommen die Rechenaufgaben, Digga, okay. Und die lautet, 4 mal 157 plus 32 mal 3. Was für 4 mal 157, Digga? Soll ich das im Kopf rechnen, Digga? Wer hat euch ins Gehirn geschissen? Und ich vergessen, 35. Ist dreistellig. Ach so. Ja, dreistellig. Dreistellig, 3520. 3520. Dreistellig. Oh. Gib mir zwei Schläge, Digga. Ah, ah, Digga. Oh, shit, Digga. Der zweite war zu schlimm, Digga. Oh, Digga. Okay, er sagt, macht der so oder überspielt der das nur? Ich hab einen stabilen Rücken. Ich hab auch einen stabilen Rücken. Ich bin fett. Ach. Hä? Ja, tut nicht weh. Nö, Digga, ey, überspielt doch nur, Digga. Freunde, das war's endlich und das... Digga, mein Rücken, Digga. Wir müssen jetzt kurz gucken, ob irgendwas an meinem Rücken ist. Ist irgendwas da? Oh, nur fett. Ist irgendwas rum? Ja, ein bisschen. Hier ist Okay, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo. Checkt auf jeden Fall auch mal mein Instagram ab, Freunde. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es mir natürlich unten rein. Zeigt es mir mit einem Like. Und ich will mal sagen, wir sehen uns bei einem neuen Video morgen. Tja, wer deppt heutzutage noch, Digga? Keine Ahnung, ich bin auch gerade nicht frei.